Meister Eckhart drückt es, seine Welterfahrung natürlich als Mystiker in einem sehr starken Ich-Gott-Verhältnis aus. Aber dieses Auge, wie er sagt, in dem ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, darin mich Gott sieht. Das heißt, dieses wechselweise Verhältnisses, mein Auge und das Auge Gottes, das ist ein Auge, ein Sehen und ein Lieben. So drückt es Meister Eckhart in seiner mystischen Art und Weise aus. Das heißt, all das könnte man jetzt aus der heutigen Zeit säkular ergänzen. All das, was für mich Weltverständnis sein kann, kommt aus dem gegenwärtigen Augenblick. Und womit ich in Resonanz gehe, womit ich mich auseinandersetze, hat ganz grundsätzlich mit meiner Perspektive und mit meinem Hinblick zu tun, der immer ein Ganzes ist.